Linguistik in 60 Sekunden. Nummer 12. Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist eine Einheit des Satzes, die allein die Position vor dem finiten Verb besetzen kann. Die Position vor dem finiten Verb wird im unmarkierten Hauptsatz als Vorfeld bezeichnet. Mittels Verschiebeprobe kann nun ermittelt werden, welche Elemente im Vorfeld stehen könnten. Wie aus den folgenden Beispielen 1 bis 3 ersichtlich, können Paul, leider und auf der Kehlerförde im Vorfeld stehen. Sie sind Satzglieder. Nicht aus Beispiel 4 hingegen ist nicht vorfeldfähig und hat demzufolge auch keinen Satzgliedstatus. Das gilt auch für segelt in Beispiel 5, da das finite Verb nicht vor sich selbst stehen kann. Da die Satzgliedanalyse nur die Vorfeldfähigkeit der im Satz enthaltenen syntaktischen Elemente berücksichtigt, ist ihr Ergebnis immer eine unvollständige Satzbeschreibung. Neben der Satznegation nicht und dem Prädikat sind zum Beispiel auch das valenzgebundene akkusativische S aus Beispiel 6 und das Reflexivpronomen inhärent reflexiver Verben, Beispiel 7, nicht vorfeldfähig und somit völlig unabhängig von ihrer Funktion im Satz keine Satzglieder.